Hallo, ich bin Ulrich und es geht um den Konrad Adventskalender für Arduino und da machen wir heute das 20. Türchen auf. Und da sitzt drin ein Widerstand, ein 220 Ohm Widerstand. Dann gucken wir mal, was wir damit machen sollen. Heute im Adventskalender 220 Ohm Widerstand. Countdown für Blitzlicht mit 7 Segmentanteile. Beim Berühren des Knetkontaktes startet ein 10 Sekunden dauernder Countdown auf der 7 Segmentanzeige. Danach blitzt die RGB-LED kurz in weiß auf. Das Programm scheint wieder mal relativ selbsterklärend zu sein. Dann bauen wir jetzt mal. Schließen wir den Arduino mal raus. Na, der kann wieder raus. Der kann hier auf die Warteplatine. 7-Segment-Anzeige, da müssen wir nicht ran. Die bleibt so, wie sie ist. Dann brauchen wir die RGB-LED. Da ist er drin. So, dann brauchen wir hier wieder Brücken. Da kann unsere Brücke für die Spannungsteilung, die kann raus. So, das ist eine rote. Ach so, da brauchen wir eine ganz kleine. Gucken, ob wir die überhaupt noch haben. Da, ja, da rein. Und dann brauchen wir eine, die quer über die Platine reicht. So. Und dann brauchen wir 220 Ohm Widerstände, drei Stück an der Zahl. Dann müssen wir einmal GND widerlegen. Hätten wir. Wir brauchen noch den 22 Megaohm Widerstand. Pinöppel 13. Das ist jetzt wieder das Problem, dass das alles in Schwarz-Weiß ist. Und der kommt dahin. Jetzt klären sich auch die Brücken. Es wird also über 13, also sprich, wenn diese Lampe des Arduinos angeht, können wir eigentlich gerade mal eben probieren, jetzt schon probieren. Da. Weil, das hatte ich ja immer wieder gesagt, die LED, die hier eingebaut ist, ist identisch mit dem Pinöppel 13. Dann 3,3 Volt müssen versorgen den 20 Megaohm Widerstand. Und der muss wahrscheinlich mit A0 verbunden werden, wenn das Ganze dann auch noch hält. Das soll es gewesen sein. Dann schließen wir den jetzt mal an. Das ist wieder das Phänomen von gerade eben. Starten wir mal den Snap for Arduino. Importieren Tag 20. Arduino mit Arduino verbinden. Okay. Und jetzt soll, was soll jetzt eigentlich das Programm machen? Ich muss hier, glaube ich, anfassen. Muss ich das Programm jetzt noch resetten oder? Kann man stundenlang zugucken, ne? Und immer noch mal wieder neu anfassen. Okay. Tag 20, Tag 21, Zahlenraten mit 7-Segmentanzeige. Bis dahin, tschüss.